Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch aus dem Studio 13 der DFV Mediengruppe in Frankfurt am Main. Heute zu Gast bei uns Herr Rechtsanwalt Dr. Boris Gida, Partner im Bereich Arbeitsrecht bei Freshfields in Hamburg. Guten Tag, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Sehr geehrter Herr Gida, was machen Sie bei Freshfields? Ich leite bei Freshfields Brockhaus Deringer die deutsche Arbeitsrechtspraxis und meine Beratungsschwerpunkte dort sind das Arbeitsrecht im Unternehmenskauf, das Arbeitsrecht bei internen Untersuchungen, die Restrukturierung von Unternehmen und der Beschäftigtendatenschutz. Ja, und das Thema, über das wir heute sprechen, nämlich Whistleblowing und der Hinweisgeberschutz, das ist natürlich in unseren Investigations-Mandaten regelmäßig ein wichtiges Thema. Sie sprachen das Thema auch schon an. Da hätte ich die Frage nach einem sehr langen und mühsamen Gesetzgebungsverfahren. Ist das Hinweisgeberschutzgesetz ja dann vor kurzem verabschiedet worden? Und damit hat Deutschland dann die EU-Whistleblowing-Richtlinie umgesetzt. Was ist der wesentliche Inhalt des Gesetzes? Ja, das Hinweisgeberschutzgesetz, das ist ein Meilenstein für das deutsche Recht, auch gerade für das deutsche Arbeitsrecht. Denn erstmals haben wir jetzt in Deutschland einen weitreichenden Schutz von Hinweisgebern gegen Repressalien. Und es ist so, damit Hinweisgeber überhaupt Verstöße melden können, dann wird es so sein, dass Arbeitgeber ab einer bestimmten Größenordnung interne Meldekanäle einrichten müssen, an die sich dann Hinweisgeber mit Meldungen wenden können. Und parallel dazu werden externe Meldekanäle eingerichtet, nämlich beim Bundesamt für Justiz. Und dann haben Hinweisgeber künftig die Wahl, ob sie sich lieber an den internen Meldekanal oder gleich an den externen Meldekanal wenden möchten. Da ist jetzt auf den letzten Metern des Gesetzgebungsverfahrens nochmal eine kleine Änderung eingetreten. Der Gesetzgeber macht jetzt die Anregung an Hinweisgeber, doch zuerst die internen Meldekanäle zu nutzen oder vorrangig die internen Meldekanäle zu nutzen. Das ist aber nur eine Anregung. Da sind Hinweisgeber nicht dran gebunden. Sie können auch sofort zum externen Meldekanal gehen. Es gibt dann noch eine dritte Art der Meldung und das ist die sogenannte Offenlegung. Bei der Offenlegung ist es so, da muss man nicht zuerst zu einem internen oder zu einem externen Kanal gehen, sondern da kann man sich gleich Medien wenden oder sein Wissen zum Beispiel in sozialen Netzwerken teilen. Und diese Form, die Offenlegung, ist deshalb auch nur in ganz besonderen Ausnahmefällen zulässig, also zum Beispiel bei Gefahr im Verzug. Ein gutes Beispiel wäre etwa ein Arbeitnehmer, der in einem Schlachthof arbeitet und der Kenntnis hat von einem Gammelfleischskandal, der die Gesundheit der Verbraucher gefährdet. Ein solcher Hinweisgeber muss nicht zuerst zu einem internen oder zu einem externen Kanal gehen, sondern der darf sich gleich an die Medien wenden oder der kann gleich sein Wissen auf Twitter posten. Wer kann denn als Hinweisgeber nach dem neuen Gesetz tätig werden und was kann gemeldet werden? Also zunächst einmal, was kann gemeldet werden? Das sind im Wesentlichen drei Kategorien von Verstößen. Die erste Kategorie, das sind Strafvorschriften. Also alles, was gegen Strafvorschriften verstößt, das kann gemeldet werden. Zweite Kategorie sind bestimmte Verstöße gegen Ordnungswidrigkeitsvorschriften. Und da gibt es wieder zwei Unterkategorien. Die eine Kategorie, das sind Ordnungswidrigkeitsvorschriften, die dem Schutz von Leib, Leben und Gesundheit dienen. Die andere Kategorie, das sind Ordnungswidrigkeitsvorschriften zum Schutz von Arbeitnehmern oder Arbeitnehmervertretungen. Und dann gibt es die dritte Kategorie, das sind dann bestimmte besonders gewichtige Vorschriften des Europarechts. Also zum Beispiel Datenschutz, Umweltschutz, Verbraucherschutz, Geldwäsche, Terrorfinanzierung und so weiter. Wir sehen aber an dieser Kategorie aus dem Ordnungswidrigkeitenbereich, nämlich Schutz von Arbeitnehmern, Schutz von Arbeitnehmervertretungen, dass eben zu erwarten ist, ein ganz wichtiger Anwendungsbereich des neuen Gesetzes wird im Arbeitsverhältnis und am Arbeitsplatz sein. Und zu Ihrer Frage, wer kann melden? Da ist das Gesetz sehr breit gefasst. Hinweisgeber nach dem Gesetz können alle sein, die im beruflichen Kontext Kenntnis von Verstößen erlangen. Und das beschränkt sich nun keineswegs auf Arbeitnehmer, sondern das können zum Beispiel auch sein Personen,
die in einem Dienstvertragsverhältnis stehen, die in einem Werkvertragsverhältnis stehen. Das können auch Lieferanten, Zulieferer sein. Ja, das können sogar Organmitglieder sein, also selbst Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Aufsichtsratsmitglieder können Hinweisgeber nach dem neuen Gesetz sein. Und damit sehen wir, auch wenn der Hauptanwendungsbereich des neuen Gesetzes meiner Prognose nach im Arbeitsverhältnis, im Arbeitsrecht spielen wird, zeigt doch dieser Umstand, dass auch Organmitglieder Hinweisgeber sein können, ganz anschaulich, das ist eben auch ein Thema fürs Gesellschaftsrecht und für viele andere Bereiche des deutschen Wirtschaftsrechts. Sie erwähnten die Einrichtung von internen Meldekanälen. Die meisten großen Unternehmen dürften ja solche Whistleblowing-Hotlines oder ähnliche Meldekanäle bereits eingerichtet haben. Besteht in solchen Unternehmen dann trotzdem Handlungsbedarf? In der Tat, denn auch wenn man schon interne Meldekanäle hat, dann wird man die an das neue Gesetz anpassen müssen. Denn das neue Gesetz hat zum Beispiel bestimmte Formvorschriften. Ich gebe mal zwei Beispiele. Die eine Formvorschrift ist, dass man dem Hinweisgeber innerhalb einer Woche den Eingang seiner Meldung bestätigen muss. Oder eine andere Formvorschrift ist, dass man innerhalb von 3 Monaten Feedback an den Hinweisgeber geben muss, was man denn mit seinem Hinweis getan hat. Und wenn man schon einen internen Meldekanal hat, dann wird man eben solche Formvorschriften künftig dort in die Prozesse integrieren müssen. Dann gibt es einen ganz interessanten Streit, der entstanden ist in Europa, rund um das Thema zentraler konzernweiter Meldekanäle. Also das, was gerade große internationale Unternehmen seit langem haben, nämlich dass man Meldestellen zentralisiert. Der Sinn des Ganzen ist, die sind dann hochspezialisiert, die sind besonders schlagkräftig im Aufklären von Compliance-Verstößen. Und gerade an dieser Stelle ist nun ein Streit in Europa entstanden, weil die Europäische Kommission der Meinung ist, dass man mit solchen zentralen Systemen die Anforderungen an die EU-Whistleblowing-Richtlinie nicht erfüllen kann, sondern dass, kurz gesagt und vereinfacht gesagt, jede rechtliche Einheit ihre eigene Meldestelle braucht. Und das ist durchaus umstritten. Der deutsche Gesetzgeber sieht das anders. Der deutsche Gesetzgeber hat sich erfreulicherweise für eine konzernfreundliche Lösung entschieden, bei der also solche zentralen Systeme zur Erfüllung der Verpflichtungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz anerkannt werden. Das ist sehr erfreulich, denn es dient der Stärkung solcher sehr schlagkräftigen und gut geeigneten Stellen. Das Problem ist aber, dass andere Mitgliedstaaten andere Wege gehen werden und solche Systeme eventuell nicht anerkennen. Und damit auf europäischer Ebene der Zweck der EU-Whistleblowing-Richtlinie, nämlich die Vereinheitlichung, die Harmonisierung von Hinweisgeberschutzvorschriften, an einer ganz zentralen Stelle, wo es auf Vereinheitlichung besonders ankäme, nämlich grenzüberschreitende zentrale, konzernweite Meldestellen. Genau da wird dieser Zweck massiv verfehlt. Und wahrscheinlich wird man dem europäischen Gesetzgeber da auch den Vorwurf machen müssen, dass da die EU-Whistleblowing-Richtlinie möglicherweise nicht gut genug gemacht worden ist. Es klingt so. Und wenn wir im Arbeitsverhältnis die Arbeitnehmer sehen, die ja ständig Maßnahmen ausgesetzt sind, die benachteiligt beziehungsweise benachteiligend sein können. Auch Hinweisgeber sind dann von solchen Maßnahmen betroffen. Laufen Arbeitgeber nun ständig Gefahr, dass ihnen der Vorwurf gemacht wird, verbotene Repressalien gegen Hinweisgeber auszuüben? Also die Problematik besteht tatsächlich, denn wie Sie zu Recht sagen, im Arbeitsverhältnis gibt es täglich Maßnahmen, die man als benachteiligend empfinden kann. Also denken wir an eine verweigerte Beförderung, an eine verweigerte Gehaltserhöhung, von Abmahnung und Kündigung ganz zu schweigen. Das ist natürlich Alltag im Arbeitsverhältnis, dass es solche Maßnahmen gibt. Und wenn eine solche Maßnahme nun einen Arbeitnehmer trifft, der Hinweisgeber ist, dann stellt sich tatsächlich die Frage, ob das eine verbotene Repressalie sein kann. Und aus Arbeitgebersicht ist dabei wichtig, in dem Moment, wo sich der Hinweisgeber darauf beruft, das ist eine verbotene Repressalie, da tritt eine Beweislastumkehr ein. Das heißt, in dem Moment muss der Arbeitgeber beweisen, dass es keine verbotene Repressalie ist, sondern dass die Maßnahme auf sachlichen Gründen beruht.
Und wie kann ein Arbeitgeber nun diese Darlegung und dieser Beweislast im Falle eines Prozesses nachkommen? Aus meiner Sicht zwei wichtige Dinge. Das eine ist, Arbeitgeber müssen den Kreis derer, die wissen, dass jemand Hinweisgeber ist, möglichst klein halten. Also Stichwort Schutz der Identität des Whistleblowers. Das ist ganz wichtig. Das ist eine Verpflichtung, die Arbeitgeber nach dem Hinweisgeberschutzgesetz sowieso haben. Aber wenn sie dieser sorgfältig nachkommen, tun sich Arbeitgeber auch zugleich selbst was Gutes. Denn ich bilde mal folgendes Beispiel. Nehmen wir mal an, ein Arbeitnehmer möchte gerne eine Fortbildung haben und der direkte Vorgesetzte sagt nein. Wenn dieser Arbeitnehmer nun Hinweisgeber war, kann er auf die Idee kommen zu sagen, dass ich jetzt keine Fortbildung machen darf. Das ist eine verbotene Repressalie. Wie kann nun der Arbeitgeber beweisen, dass das nicht der Fall ist? Denn wie gesagt, der Arbeitgeber hat die Darlegungs- und Beweislast dafür. Wenn der Arbeitgeber nun nachweisen kann, dass der direkte Vorgesetzte überhaupt nicht wusste, dass sein Mitarbeiter Hinweisgeber ist, dann kann es keine Repressalie sein, denn dann fehlt es an der Kausalität. Und damit ist dieses Kleinhalten des Kreises derer, die wissen, dass jemand Hinweisgeber ist, und der Schutz der Identität des Hinweisgebers ganz, ganz wichtig. Zweite denkbare Maßnahme. Es wird immer wieder auch Situationen geben, in denen weiß auf Arbeitgeberseite jemand, der über eine Maßnahme entscheidet, der weiß, derjenige ist Hinweisgeber. Und in den Fällen wird der Arbeitgeber schlicht und einfach sorgfältig dokumentieren müssen, was die Gründe, was die sachlichen Gründe für eine Maßnahme sind, um dann im Falle eines Prozesses seiner Darlegungs- und Beweislast nachkommen zu können, dass es sich nicht um eine verbotene Repressalie handelt. Das klingt auch wiederum sehr herausfordernd. Ich danke Ihnen, Herr Schieder, für Ihre fachlichen Ausführungen. Sehr interessant. Und hätte abschließend noch die Frage, was lesen Sie? Kommen Sie überhaupt dazu, privat etwas zu lesen? Vielleicht würde ich schon dazu kommen, aber ich lese ganz furchtbar ungern privat und ich höre eigentlich viel lieber Musik. Wenn ich was lese, dann allerdings hat es mit Musik zu tun. So auch mein letztes Buch, das letzte Buch, das ich gelesen habe, das war die Autobiografie des polnischen Tenors Piotr Beczała. Das ist einer meiner Lieblingstenöre, den ich regelmäßig auf der Opernbühne erleben darf. Und als ich ihn letztes Jahr wieder mehrfach erleben durfte, dachte ich, jetzt ist es an der Zeit, auch mal die Autobiografie von Piotr Beczała zu lesen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten, bei uns zu Gast zu sein. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, das war eine weitere Folge von Betriebsberater im Gespräch. Heute zu Gast bei uns Herr Rechtsanwalt Dr. Boris Schieder, Partner im Bereich Arbeitsrecht bei Freshfields in Hamburg. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf das nächste Mal.